Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Twine. Und bei mir ist es die Folge Nummer 14. Ich glaube, bei Knolle, den ich herzlich begrüße. Hallo. Ist es ja, die Folge 15. Genau. Und er springt da schon schön lang. Und ich spring mal hinterher. Nee, da Wasser? War nichts. Hier ist nichts mehr los, oder doch? Nee. Aber ich glaube, man muss irgendwie eine Kiste holen. Ja, da ist die Kiste. Kommen wir da nicht hoch? Doch, doch, wir müssen die Kiste holen. Weil die Kisten schwimmen ja oben. Ach so, die, ah ja. Da muss ich wahrscheinlich erstmal hinterher, ne? Okay. Boah, ich hab den. Oh, das ist aber ein großes Ding da oben, was wir da machen müssen, ne? Da müssen wir diesen Ding da schleudern, dass das irgendwie ein Tor aufmacht oder sowas, kann das sein? Ja, bestimmt, oder? Ah, da unten liegt eine Kiste drin. Sind wir hier schon lang gelaufen? Ja, super, das hat ja wieder gut geklappt. Blödes Bling. Okay, ich hab's wenigstens schon mal dahin geschafft. Und wie geht's weiter? Da oben hoch oder was? Ja, fertig. Ja. Hier ist ein Skelett. Ich weiß aber nicht, wofür der Rambock denn war. Oh, wo ist hier der Eingang? Warte, der Rambock, wofür war der? Weiß ich nicht. Ja, der muss auch einen Grund haben, oder? Ne, der hatte keinen Nutzen. Der hatte keinen Nutzen? Das ist aber komisch, oder? Kommst du wieder hoch? Ja, ich wollte gerade gucken, ob man da vielleicht... Ja, auf den komme ich auch nicht hoch. Ups. Bin ich in die Starten. Oder wenn man den schnell genug vielleicht irgendwie... bewegt, dass er irgendwas kaputt macht, wo man es nicht sieht, mit dem Zauberer. Willst du es mal probieren? Warte. Also ich will jetzt nicht zurückgehen, weil ich so schlecht springe. Ah, da oben ist Dingens. Ja, ja, ich sehe es. Ich hab's gesehen, ja. Warte mal. Komm mal wieder her. Vielleicht kannst du so drauf springen gleich, wenn er in der passenden Position ist. Jetzt würde ich sagen, springst du drauf. Nee. Oh, hast geschafft. Kommst du da an die grünen Dinger dran? Ja. Ich bin schon da gewesen. Ich bin schon wieder rüber. Gut, ich versuche jetzt wieder hochzukommen. Du kannst auch in die Stacheln springen. Hier ist ein Checkpoint. Ich glaube, ich hab's so geschafft. Wow, kaum zu glauben. Jetzt haben wir einen Gegner. Jetzt ein Gegner da? Nicht so machen. Ja. Oh, ja. Da kam einer mit der Europalette an. Da ist noch einer mit der Europalette. Mhm. Aber ich glaube, das war schon, oder was? Ja. Das war aber einfach. Checkpoint haben wir den jetzt, oder haben wir den nicht? Doch, den haben wir. Ich komme auch nicht dran, der weiter. Da oben kommst du hin? Mhm. Alles eine Frage der Technik. Ich muss noch ein bisschen Anschwung holen. Okay. Ups, jetzt habe ich es versaut. Jetzt habe ich... Ah. Ich glaube, wenn du... Ja, gut, okay. Ich glaube, wenn du auf mein Schild springst, kommst du schneller hin, oder? Kann das sein? Ah, warte. Ich komme da nicht hoch. Jetzt? Ah, noch ein bisschen. Nee, dann falle ich runter. Weiter geht's nicht. Aber jetzt hast du es ja sogar geschafft. So, was müssen wir hier machen? Überkommen. Ganz einfach. Wenn ich den anderen nehme, oder? Ja. Oh, warum geht das denn jetzt in die Richtung? Auch schön, ne? Du musst einfach springen, oh Mann, die Dings. Ja, ich bin schon da. Und wohl, warte mal. Geht's hier irgendwie weiter? Durch? Na, hier geht's nicht. Warte mal, gib mir mal den Krieger. Weil hier, ich hab ja hier dann... Nee, okay. Kommt man trotzdem nicht durch. Aber hier unten war ja was, dass man da durch kann. Oh, das okay, ist okay, da links war nix, oder doch? Da oben ist noch was Grünes, siehst du das? Hast du das gesehen? Ja, da müssen wir sowieso hoch, oder was? Aha, mhm. Zwei Schalter. Machen wir eine Kiste. Ist alles kaputt, warte, doch jetzt. Ich bin da. Jetzt geh nochmal auf die mittleren.
Müssen wir da hoch oder geht's woanders weiter? Ja, wir müssen da hoch, ne? Geh mal, spring mal einmal. Das bringt nichts. Komisch. Lass mich mal den Zauberer. Ich muss das ja wieder kaputt machen, sonst geht das ja nicht. Okay. So. Die brauchen wir. Darfst du nicht drauf springen? Jetzt warte doch erstmal. Geh da weg. Das ist die richtige. Jetzt so, und jetzt? Wo da drauf? Ja, dann nach rechts. Nee, nicht nach links. Was willst du links? Shit. Ja, gut, nochmal. Muss warten. Nicht da drauf. Okay. Lass nur die rechten. Fertig? Das ist alles kaputt gemacht. Gut. Warum hat der jetzt schon wieder umgeschaltet? Warum läuft der denn immer drüber? Jetzt geh mal irgendwo, wo du keinen Knopf drückst. Gut. Das war doch gerade passend, oder nicht? Nein, der rechts oben war nicht. Doch, der war auch. Na, jetzt ist es passend. Der da war nämlich nicht. Okay, der war auch, aber ist egal. Nein. Ups. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? So, da hätte man auch runtergekonnt, alles klar. Wieso steht denn hier eine Europalette so rum? Weil ich da ein Skelett getötet habe. Okay, ich bin am Speicherpunkt. Und? Da unten sind zwei Kisten an Ketten. Muss ich runter, oder was? Weiß ich nicht, ob da was. Die müssen wir irgendwie kaputt machen. Ah. Ich kann nicht unter Wasser schlagen, oder? Doch. Auf jeden Fall habe ich sie losgekriegt, eine, aber die zweite nicht. Das warst du das? Ich habe die mit dem Magier angehoben. Oh shit, da kommen wir mal schwer hoch, wa? Ja, jetzt ist die Kiste schon wieder woanders. Wo ist die denn jetzt? Da ist sie. Ich bin oben. Musste auch. Ja, hast du auch geschafft, gut. Oh, was ist denn das für ein komischer? Und ich bin ganz abgestürzt, shit. Ah, wie soll ich den denn töten? Ah, man muss hin. Oh, der war ja schwer. Voll die Challenge. Kommst du da drüben hin? Gut, dann ist unser Krieger auch wieder da. Okay, da oben müssen wir irgendwie hin, ne? Oh, das war's. Okay, kannst ja, du nochmal wieder beleben. Boah, war das toll, hast du das gesehen? Ja. Nee, nicht geschafft. Oh, oh, letzte Chance. Ich krieg's nicht. Vielleicht gehst du besser voran. Wie soll man da überleben, sag mir das. Boah. So, ganz einfach. Ja, ganz einfach, ich hab's gesehen. So, jetzt musst du hier ein Schild machen. Hier ganz an der Ecke. Und dann falle ich runter, ne? Gut. Ja, da ist zum Glück der nächste Punkt. Ach, hier unten ist Erfahrung, die sieht man so schlecht. Oh. Oh. Puh. Ich geh nochmal auftanken. Geht das auftanken? Ja. Ich bin rüber. Wo muss ich jetzt hin? Da unten runter oder was? Ja, warte. Ich kämpfe gerade mit jemandem. Ich muss jetzt, glaube ich, die Diebe nehmen. Zack, jetzt kannst du. Nimm doch die Diebe, dann musst du dich darunter langhangeln. Wo kann ich mich lang? Unten runter oder was? Hinter der ganzen Brücke, ja. Okay.
Kann ja gucken, ob ich sie noch weiter kaputt machen kann. Oh, da unten ist noch Erfahrung. Muss da mal gerade hingehen. Zur Erfahrung. Oh, da komme ich nicht hin. Boink. Jetzt liegt so oben drauf. Ja, hat gut geklappt. Zerstören. Auf die Kiste gehen und dann X drücken, also den blauen. Oh. Die Kiste kannst du aber, wenn du auf die Kiste nur mit dem Zeiger drauf gehst. Ja, okay. X. So, haben wir das geschafft? Ja, da oben ist noch eine Klappe, da muss es also noch höher gehen. Hallo? Würden Sie sich bitte einmal wechseln, Herr von und zu Zauberer? So. So, hast gesehen, wo wir hin müssen? Ich glaube, wenn ich mich hier hinstelle, kommst du da vielleicht hoch? Du musst hier mit dem Zauberer... Kannst du hier hochspringen? Geht das dann? Hallo? So hochspringen geht auch so. Wie? Ja, probier es dann so. Gut. Ah. Geht aber auch so nicht, ne? Ne, man muss das Ding, glaube ich, neben den Rahmen rocken. Genau. Ne, geht nicht so. Ah, ich bin drauf. Ah, ich war fast oben. Aber links ist auch noch Erfahrung. Hier sind noch zwei Klappen, deswegen. Und das ist glaube ich, der Weg weiter. Das ist der Weg weiter. Nein, ich war da schon fast. Ich will da jetzt nicht weitergehen, weil hier ist sowas wie ein Tor. Nicht, dass es gleich schon... Kommst du hoch? Hier... Ich wüsste jetzt auch nicht, dass da ein Sprungtor ist oder sowas. Ja, und? Roter Meisterstein. Was macht er, wenn ich fragen darf? Er ist beim Krieger, wahrscheinlich. Anzahl der Planken um 1. Ja, den habe ich auch gekriegt, ne? Ja, gut. Ja, dann kann ich das aber dem Zauberer geben. Weil ich spiele dann, glaube ich, doch mal den Zauberer. Also, Ritter kann das auch behalten, ne? Nur der Dieb kann es nicht gebrauchen, ne? Genau. Gut. Nee, geht's auch nicht weiter. Geht's nicht weiter? Hier geht's die Treppe hoch. Da kommt bestimmt gleich ein Text. Da kommt jetzt ein Text, oder? Ja. Glaube ich zumindest. Leer. Es ist nicht hier. Na, nur ein großer Zauberer im Schlaf. Mhm. Kennst du das hier? Kann das sein? Könnte der große Zauberer Licht heller als die Sonne blendete unsere Helden. Bilder von dem, was passiert war, blitzten vor ihren Augen auf. Ich kann auch noch schießen. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ein Erdbeben das Podest erschüttert und dabei den Schrein zerstört, der das Artefakt für Körper und Materie umgeben hatte. Die Zauber, die das dritte Artefakt beschützt hatten, wurden zerstört. Das Artefakt wurde gestohlen. Und noch schlimmer, es war mit dem Artefakt für Verstand und Macht verbunden. Ohne das Artefakt für Seele und Gerechtigkeit wurde die Kraft der Artefakte verzerrt und sie erweckte Kreaturen aus Knochen und Staub zum Leben, die sich bewegen konnten, aber ohne eine Seele und eine Bedeutung zu haben. Der Trine war der einzige Gegenstand, der das Gleichgewicht auf der Welt wiederherstellen konnte. Okay. Dieses ganze Rumgespringe ist nicht gut für einen erwachsenen Mann. Ich wünschte, wir könnten uns ausruhen. Jetzt sind wir an einer anderen Stelle rausgekommen, auch interessant, ne? Ja, also eben war hier noch irgendwas von Königreich. Genau, und jetzt sieht es so in den Katakomben aus. Ist wahrscheinlich hier runtergefallen. Ja, wahrscheinlich. Da oben war das Licht, ne?
Ja gut, aber ich würde jetzt sagen, dass wir die Folge hier beenden. Genau. Ja. Echt herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde, und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.